Wir sind hier auf dem Betrieb von Johannes Jensen in Immstedt-Holz. Herr Jensen ist Schweinemester und Ackerbauer und hat 50 Hektar Mais. Für Herrn Jensen ist der Mais ein Klimaretter. Warum ist das so, Herr Jensen? Weil mein Pflanzenschutzaufwand sich drastisch verringert hat. Ich brauche jetzt nur zweimal gegen Unkraut spritzen mit geringen Aufwandmengen. Was ich besonders finde, ist, dass ich CO2 binde und Sauerstoff für ca. 50 Personen von einem Hektar Mais erzeugen kann, wo 50 Personen ein Jahr lang von leben können. Mais ist ja auch, Sie sehen ja die Pflanze ziemlich blühenkräftig, ist eine Pflanze, die sehr viel Sonnenenergie aufnehmen kann, speichern kann und in Energie umsetzt, was uns zur Stromproduktion oder Gasproduktion bei der Biogasanlage sehr entgegenkommt. Mais ist durch die Sonnenenergieaufnahme, CO2-Bindung und durch die Produktion von Sauerstoff bei gleichzeitig geringem Pflanzenschutzaufwand birgt für eine meisterhafte Nachhaltigkeit.